Servus Leute, ich bin's wieder, Mark. Ich hoffe, euch geht's allen gut und willkommen zu meinem nächsten Teil von Ghost of Tsushima. Das Ganze auf der PlayStation 5. Und immer noch grandios von der ersten Sekunde bis heute. Ein absolut tolles Spiel. Einfach schon wieder ein Meisterwerk. Ich habe, was Exklusivspiele angeht, noch nichts Schlechtes bis jetzt auf der PlayStation 5 gespielt. Gran Turismo 7 war, ja, was heißt nervig? Ich meine, ich hatte es nach ein paar Tagen fertig und dann saß ich halt da und habe mir gedacht, was soll ich machen, ne? Fand ich sehr schade im Gegensatz zu anderen Gran Turismo Spielen. Einfach etwas langweilig, aber okay. Aber Ghost of Tsushima ist komplett das Gegenteil. Ich habe Akt 1 beendet, komme in Akt 2 und sehe, dass oben noch eine neue Karte freigeschaltet wird. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das war genau das, was ich wollte, weil ich habe mir gedacht, hoffentlich ist das nicht der einzigste Bereich vom Spiel, was kommt. Ein weiterer Bereich, zeige ich euch mal. Und zwar hier habe ich gedacht, das ist nur dieser Bereich hier. Dann schließe ich Akt 1 ab und dann kommt es hier hoch noch. Nicht schlecht, würde ich mal sagen, ne? So. Dann würde ich sagen, machen wir mal... Wisst ihr, was ich mal mache? Ich mache mal ein Lager. Hatte ich schon länger nicht mehr. Schaut euch mal dieses Spiel an, Leute. Ich liebe es schon wieder, wenn ich es sehe. Es ist unglaublich. Für mich das beste Exklusivspiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Aber ich mache erstmal die Reise mit dem Fuchs, dass ich einen weiteren Platz für meinen Talisman freischalten kann. Dann kann ich 4 ausrüsten. Ah, sehr schön, danke dir. Komm mal her, mein Kleiner. So, das schaue ich mir auch gleich an. Jetzt habe ich einen 4. Platz. Das ist jetzt die gute Frage, was nehme ich? Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Mittlere Erhöhung des Fallschadens. Ja, was nehme ich da? Gute Frage. Geistwaffe verbrauche ich ehrlich gesagt nicht. Doppelten Schaden anzurichten, das... Ich nehme einfach das letzte hier. Entschlossenheitsgewinn. Ich denke mal, das ist eine gute Sache einfach. Dann kann ich meinen stärksten Move öfters aufhören, umso schneller sich das Ganze auflädt. So, Falschtaste. Jetzt machen wir schnell Reise hier hin. Drücken schnell wieder Start. Holen das Pferd. Da kommt schon. Ha!
Oh, der hat mich echt gut gesehen oben auf dem Turm. Ich schaue noch, wo meine letzte Position war. Ich wollte auf die Seite rüber, weil hier ist es definitiv besser. Bonus im Mordern, Gegner von oben finde und beobachte den Mongolenführer. Er ist bestimmt auf der anderen Seite. Oder ist es der da unten, der da trainiert? Was kann nur der sein, der da trainiert? Das sieht man auch schon an seiner. Ausrüstung. So, dann kriege ich noch einen Punkt, wenn ich ihn töte. Jetzt hole ich mir aber den anderen Bonus noch. Hier raus, ich sehe ja gar nichts hier. Und der geht mir auf den Sack da oben. Jetzt ist alles easy. Da ist noch einer irgendwo. Sorry, ich bin gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin gerade einfach wie eingefroren. Merkt, seht ihr das mal? Ich muss, glaube ich, erstmal warm werden, ich merk's. Erstmal reinkommen. Ich habe jetzt schon wieder länger nicht gespielt. Ich muss einmal diesen Flow kommen. Sonst sieht es einfach so.
was soll ich sagen? Ich sah gerade sehr unprofessionell und schlecht aus. Unsouverän, mein Lieblingswort dafür. Eieiei, aber ich bin nicht gestorben. Zum Ende war es dann doch mehr oder weniger akzeptabel. Akzeptabel aber nur. Ab, nein, 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 ist nicht mein Pferd. Ist nicht mein Pferd runter. 22 Vorräte. Finished. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Fragezeichen. Immer war昔、対馬の双子がその身だけでなく魂まで狙われ。 Fischerdorf, mongolisches Gebiet. Das kann ich jetzt befreien, das mache ich jetzt auch. Danach hole ich mir das Fischerdorf zurück. Danach machen wir eine Hauptmission. Ich muss halt weit reiten. Okay. Er reitet hierher, dann hierher. Wo ist der kleine Fuchs? Da drin. So weit kann es nicht sein. Was ist das? Geil, ne? Das hatte ich noch nie. Ein Symbol. Mit einer roten Feder. So, da stand gerade was von Rauchbombe. Chiharu, Chiyosa. Hat was von Assassin's Creed, ne? Definitiv. So, dann kann ich das wieder wechseln. Eigentlich soll man als Samurai nicht so kämpfen, aber ey, was soll's?
Soll ich jetzt gegen ihn eine Minute kämpfen? So töte ich ihn in 2 Sekunden. Ich finde das nicht verkehrt. Also ich hoffe, hier oben ist was. 8 Vorräte. Ist eigentlich übersichtlich, weil hier haben wir ein Haus, da. Da oben wird die letzte Geisel sein, 100%. Reicht nicht. Kein Problem, aber hier. Er hört mich gar nicht. Was bist denn du für eine taube Nuss? Negium Harsinta. Komm, du bist alleine, du kleiner Pimmel. Komm her! Und das war's! Er ruft um Verstärkung, obwohl alle tot sind. Macht ja auch Sinn, wie ich finde. Sollte man probieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, das war's. Jetzt können die Leute wieder in ihr Dorf. Sehr gut, wie ich finde. Jetzt machen wir eine Hauptstory, eine Story-Mission wieder. Er chillt mit seinem Pferd. So, aber das macht man nicht. Okay. Ich sehe schon, hier ist ein Fragezeichen. Könnte ein Minispiel sein, weil es direkt neben dem Dorf ist. Oder eigentlich noch im Dorf, ne? Seht her, das ist hier gleich.
Moko naraba satta zo. Moko dewa naku, zoku no ichimi ga Komoda wo arashimawatte iru no desu. Watashi no kazoku mo minna goroshi ni hidoi arisama de. Ore ga kataki wo utte shinzei wo doko de korosareta no da? Waga ya desu. Koko kara kita no kawazoi. Soko kara ashiato wo utte miru. Onushi no na wa? Saki to moushimasu. Kazoku no munen kanarazu ya harasou. Die lachenden Banditen. Das Wasser, wie das hier aussieht, die Farbe. Man ist wirklich schon really awesome, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ich mache eigentlich eine Story-Mission, das mache ich jetzt auch. Geschichten von Tsushima. Das ist ein gutes Stück. So weit muss ich noch nie reißen. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ich habe den Wind nicht erkannt gerade. Okay, falsch in die Richtung. Die Blumen. Hey, da rein. Komm. Alter Schwede. Komm, Ferdi. Da ist noch eine, aber nee, komm, wir müssen weiter. Deswegen wollte ich das nicht machen, weil ich muss jetzt ziemlich viel reiten mit einem Pferd. 1,3 Kilometer waren es ja. Das ist ziemlich viel, wie ich finde. Aber gut. Was soll das? Normalerweise nach so ein paar Hits ist der Gegner eigentlich fast tot, aber hier mache ich ein paar Hits und er steht immer noch und ich hau drauf und okay, ist halt so, ne? Jetzt.
Da haben wir es wieder mit der Kamerasteuerung. Morde einen Gegner von oben. Den Bonus hole ich mir. Nein, wurden zu hin. Ist das Ernst? Macht er da? Wedelt er sich da ein oder was ist da los jetzt? Na? Er kommt. Da ist der Anführer. Hole vier Banner. Den Lagergeneral. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, 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 oh. So, Leute, sorry. Aber ich wollte den Bonus einfach haben. Die Technik ist einfach die beste, die Wasserkampfhaltung. Ich finde die andere schon viel zu übertrieben mit dem Kick. Da bin ich ehrlich. Zwei von 80 habe ich erst. Heftig. Thank you.
Ich war so in einem Video, da habe ich ungefähr so ein Lager wie jetzt einfach versucht, im Kopf durch die Wand. Also das heißt, einfach alle niederschlachten. Es hat auch geklappt, aber mehr oder weniger vergessen, dass sie die Leichen abschlachten, wenn ich das so probiere. Seht ihr, warum die Technik so gut ist? Und das Spiel hat mir in ein, zwei Videos wirklich vorgeschrieben, was ich zu benutzen habe. Und wenn ich diese Kampftechnik nicht benutzen wollte, durfte ich nicht weiterspielen. Das war wirklich... Das ist gestört für mich. Dann habe ich es natürlich benutzt und gleich wieder umgestellt. Das ist wie Kindergarten. Und dann habe ich ein Video mit einem anderen Technikspiel, aber ich habe die nie umgestellt. Habe mir gedacht, warum sterben die Gegner nicht so schnell? Na, und dann sehe ich, meine Technik ist umgestellt. Also irgendwann mal ist auch genug, wie ich finde. Ne? Gegen den Großen diese Technik, der hat keine Chance, weil die starke Attacke ist auf der Dreiecktaste und wenn ich die halte und danach noch mal schnell dreimal Dreieck drücke, dann kommt diese schnelle Kombination mit dem starken Schlag. Das ist so heftig einfach. Frage jetzt, wo ist das letzte Banner?
gut. Dann haben wir schon. Keine Aussauen mehr, das hatte ich ja auch noch nicht bis jetzt. Komm, echt ein Pfeil nur. Okay. Jetzt wird es heller. Die Wolken verziehen sich. Schaut doch langsam wieder gut aus. Legende erhöht. So, was habe ich jetzt? Der Held von Tsushima. Windglocke. Also ich muss sagen, mir ist das persönlich viel, sind viel zu viele Gadgets. Am Ende hat man das Problem, weil man nicht weiß, was man nehmen soll, wie ich finde. Aber okay. Technikpunkt. Neue Technik verfügbar. Zweimal Gold. Leute, wisst ihr, für was ich das brauche? Das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch mal was. Ach so. Erstmal muss das hier zu Ende gehen. Genau. Und zwar brauche ich Gold, um meine Waffe zu verbessern. Schnellreise. Norioda. Links war der Waffenschmied. もうことで我らの助けを止められますしません。太刀を鍛えて差し上げましょうか。鋭さと切れ味が増しました。酒井様、十分な素材をお持ちください。 Gleich. Bogenmacherin. Boah, das lohnt sich auf jeden Fall. Nagao Tadayori-sama mo urayamu yumi desu. Ich will nur noch Vorrede. Dewa. Meine Rüstung ist schon die beste aktuell. Geschichte. Ach so. Jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal der Sake-Händler. Dann reise ich hin. Dann reite ich zum Händler. Da vorne ist wieder was. Blumen gibt es hier sehr viele, wie ich sehe. Komm rüber, rüber. Blumen sind mehr oder weniger nur für kosmetische Sachen, also das heißt, ich kann die Farbe oder das Holz für meinen Katana verändern. Ich habe schon einmal verändert, aber
meine, ich brauche es jetzt nicht noch ein zweites Mal. Zu lange Stress. Komm runter. Verrückt, ey. Was für ein Behindi, ey. Schmeißt du noch ins Gesicht, oder? Eieiei. Die Leute sind schon gestört hier, man merkt's. Hey, Ferdi, was ist los? Der hängt hier fest. Ferdi. So kürze ich Pferd ab. Ich habe schon beim Hinlaufen meinen Spot gesehen, von wo ich die angreife. Das war knapp. Drüben kämpft er wieder. Komm, lauf, dreh dich um. Man hört ihn schon. Letzten Lager, wo ich war, war er auch am Trainieren. Der Gestörte, da ist er doch. Bist ein Stalker. Mondkampfhaltung. Die könnte mich jetzt interessieren, weil die ist für größere, besser gebaute Gegner. Seht ihr schon? Gegen Barbaren. So, schön.
Ach man, das mit dem Kicken, das gefällt mir nicht so, deswegen nehme ich das nicht. Wenn er jetzt zurückläuft, dann gehe ich da hoch und dann kill ich ihn. Und der sich anzieht, na? Mann, mich hat es so nervös gerade gemacht. Ach komm ey, Mann. Den Legum Ben. Das meine ich, da ist es schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Ich kann nichts machen, ich muss es nehmen. Mir wird es aufgezwungen, das ist zu kotzen. Ich hab gedrückt. Oh, wow. Ah, die sind jetzt viel schwieriger wie davor. Viel. Ah!
Und was ich da jetzt geschworen bin? Ja. Da wäre die andere Attacke deutlich besser gewesen, die letzte, was ich jetzt bekommen habe. Vielleicht. Weil ich greife mit einem Schlag mehrere. Nee, greife ich eben nicht. Ich muss erstmal bis zum letzten Punkt leveln. So Leute, ich wollte schon sagen Sendezeit, ist ja aber auch mehr oder weniger so, wenn ihr euch meine Videos anguckt. Und das Ende war jetzt nicht der Hit, bis dahin war es okay. Na, aber gut, mein Gott, so ist es halt mal. Mal gewinnt man, mal verliert man, was für ein blöder Loser-Spruch. Na, nein, den radiere ich gleich wieder raus. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser, Leute. So sieht's aus, ne? Und schaut euch bitte mein nächstes Video an. Dazu müsst ihr aber meinen Kanal abonnieren, natürlich liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Servus.